guten Tag, Herr Oberbürgermeister. Wir freuen uns, dass Sie uns bei unserem Adventskalender auch eine Runde auf dem Riesenrad begleiten. Ach, Weihnachten ist immer eine schöne Zeit gewesen. Solange ich noch zu Hause bei meiner Familie gewohnt habe, war es ein ganz klassisches Weihnachtsfest. So wirklich mit Baumschmücken gemeinsam die Geschenke unter den Baum packen. Natürlich später dann auch gemeinsam auspacken. Gemeinsames Vorlesen auch noch. Und als wir noch kleiner waren, haben wir vorgelesen bekommen. Das waren sehr besinnliche, sehr schöne Weihnachten. Und die Zeit im Kinderheim, da hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dass die Familie größer wurde. Wir haben im großen Saal des Kinderheims mit 50, 60 Kindern und all den ganzen Betreuerinnen und Betreuern und einigen wenigen Eltern Weihnachten gefeiert. Wir haben jedes Jahr ein Krippenspiel aufgeführt. Ich war ganz oft der Hirte oder einer der Hirten. Und ich glaube, als ich etwas größer war, war ich auch einmal einer der Heiligen Drei Könige. Habe ich mich gar nicht so wohl gefühlt, weil besonders heilig kam ich mir damals nicht vor. Ich bin so ein richtig kleiner Lausbub gewesen. Also ich habe schöne Erinnerungen an Weihnachten früher. Ja, heute bin ich vielleicht Hirte von 290.000 Wiesbadenerinnen und Wiesbadern, wenn man das so sehen will. Für mich ist der heutige 24. Dezember zunächst mal ein Arbeitstag. Ich bin 4 Stunden in der Stadt unterwegs und besuche unsere Feuer- und Rettungswachen. Bedanke mich bei all denen, die an diesem Tag, den man eigentlich lieber in der Familie verbringen würde, bei denen, die Dienst tun und die für Sicherheit in der Stadt sorgen, dann, wenn die Menschen sich nicht mehr selber helfen können. Ich hoffe, dass die Nacht auch für die Einsatzkräfte und für die vielen Menschen, zum Beispiel in den Krankenhäusern, eine ruhige Nacht bleibt, an der sie vielleicht die ein oder andere Minute wirklich auch zur Besinnung kommen und an das Weihnachtsfest denken können. Weihnachten in Wiesbaden, Weihnachten generell, gibt es auch Anekdoten so aus der Kindheit bei Ihnen? Oh ja, ich kann mich an eine Sache erinnern, da haben wir in der evangelischen Hauptkirchengemeinde auch ein Krippenspiel gemacht. Ich mag damals vielleicht 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein und ich sollte das Jesuskind spielen und mich in die Krippe legen. Aber da ging es mir wie später bei den Heiligen Drei Königen. Das war mir einfach ein Stück weit zu hoch. Ich habe mich wirklich geschämt und war ganz traurig, dass ich das Jesuskind spielen sollte, weil ich wollte viel lieber eine Rolle haben, wo ich auch was tun kann und nicht nur in der Krippe rumliegen kann. Das hat einiges an Überredungskunst des damaligen Pfarrer Vasquez gekostet, bis ich dann doch das Jesuskind gespielt habe. Es hat mir nicht geschadet. Ich glaube, für mich persönlich ist es auch 2018 ein sehr arbeitsreiches Jahr gewesen. Viele Highlights, viele positive Dinge. Natürlich auch ein paar Rückschläge, aber im Ergebnis ein ausgesprochen positives Jahr. Und ich würde mir wünschen, dass es genauso positiv weitergeht, persönlich, aber natürlich auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Wir haben uns viel vorgenommen im nächsten Jahr, die Digitalisierung des Verkehrs, das gesamte Thema Verkehrswende ist sicherlich eines der zentralen Themen, losgelöst von den Schwerpunktthemen, denen wir uns sowieso gesetzt haben. Themen wie bezahlbarer Wohnraum, Themen wie Schaffung weiterer Betreuungsplätze, Themen wie halten wir das soziale Miteinander in der Stadt zusammen. Das bleibt natürlich auf meiner Agenda. Da werden wir vielleicht auch nie fertig werden, aber es ist gut, dass wir es im Auge haben und uns ernsthaft darum kümmern. Wir haben nicht nur ein neues Veranstaltungsformat in diesem Jahr ausprobiert, aber eines ganz besonders. Und das war der Tag des Rettungswesens im Kurpark und vor dem Kurhaus, wo 30 Hilfs- und Rettungsorganisationen unserer Stadt zum einen präsentiert haben, was ihr Ehrenamt in der Stadt bedeutet, aber wo sie auch mit den Menschen ins Gespräch kommen konnten, um ihnen zu erklären, was bedeutet Ehrenamt beim Rettungsdienst, was bedeutet Ehrenamt bei der Feuerwehr, wie viele Stunden muss man dafür aufwenden, was brauchst du dafür eine Ausbildung, was bedeutet das, wenn man auf der Arbeit ist als freiwilliger Feuerwehrmann und man wird zum Feuerlöschen gerufen. Das war ein neues Format, sehr, sehr erfolgreich und hat mich natürlich darin bestärkt, dass das Jahr des Engagements jetzt zwar am 31. Dezember endet, aber der Einsatz des Oberbürgermeisters für mehr Engagement in der Stadt sicherlich nicht aufhört. Sie sind nicht, wie viele denken, gebürtiger Wiesbadener, sondern in Hannover-Schmünden geboren. Sie sind im Alter von 6 Wochen nach Wiesbaden gekommen. Was verbinden Sie mit Wiesbaden? Was ist das Besondere an dieser Stadt? Zunächst mal ist Wiesbaden meine Heimat. Und Heimat ist für mich der Ort, an dem ich zum einen zu Hause bin, an dem ich lebe, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich mich geborgen fühle. Und Wiesbaden, das Besondere an dieser Stadt ist, dass es die kleine Großstadt ist. Es gibt hier alles, aber nur einmal. Und ich glaube, die Besonderheit der Stadt ist einfach ihre Stellung in der Metropolregion Rhein-Main. Wir haben es ganz nah zum Wasser an den Rhein. Wir haben es ganz nah in den Wald, in die Taunushügel. Wir haben es ganz nah in den Rheingau. Und wir haben es ganz nah in Richtung Metropole Frankfurt. Also von daher ein unglaublich schönes Fleckchen Erde in Deutschland und eines der schönsten in Hessen. Weihnachten, Heiligabend feiere ich mit meiner Familie. Mein Vater, sein Mann, mein Ehemann, ja, die Eltern meines Mannes, die Geschwister, meine Großmutter,
Ja, so Familie eben. Das letzte Weihnachtsgeschenk kaufe ich in der Regel? Gar nicht. Das, was wir uns schenken, kann man nicht kaufen. Wir schenken uns in der Familie zu Weihnachten einfach Zeit. Ich weiß es noch gar nicht, mein Vater kocht, aber ich denke, es wird sicher lecker werden. Wer schmückt wann? Beide am Heiligabend. Bescherung ist den ganzen Heiligen Abend, weil wir schenken uns Zeit miteinander. Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht. Lass bloß sein, ich kann nicht singen. Die Zwerge und Tiere blickten hinauf zu den leuchtenden Sternen und warteten. Da zog eine Sternschnuppe eine glänzende Bahn über den weiten Himmel und der Zwerg rief laut: Nun, du liebe Sonne im großen Weltenraum, schickst du deine wartenden Erdenkinder den ersten Gruß? Da glühten in den Zweigen der kleinen Tanne Lichter auf, nicht nur die vier, die sie verloren hatten, nein, mehr und immer mehr, bis der ganze Baum ein einziges Leuchten war. Und wieder zitterte die kleine Tanne, aber diesmal vor Glück. Und leise sprach sie: Ich stand in der Erde und hielt mich feste, breitete wie Arme die grünen Äste. Nun trag ich nach Kummer und Herzeleid selig das Schönste, das Weihnachtskleid. Da fingen die Glocken an zu klingen und die Menschen kamen aus ihren Häusern und traten zur Tanne. Und alle wurden gut und rein und friedlich in ihren Herzen. Die Augen der Kinder leuchteten mit den Lichtern und den Sternen um die Wette. Dann fing ein alter Bauer an zu singen. Es war ein Weihnachtslied, das war alt und doch neu. Keiner hatte es vorher gekonnt und nun konnten es plötzlich alle und sangen mit. Und die Glocken schwangen und die Menschen sangen und die Vögel fielen ein und alle Welt feierte Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten.